Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jesus hat uns ausgerüstet mit dem, was er am Kreuz für uns erworben hat. Du bist ausgerüstet. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Er wohnt in uns und seine Kraft und seine Autorität stehen uns zur Verfügung. Nimm es in Anspruch für deinen Alltag. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen mit Gottes Wort, mit Zeugnissen und auch beten für deine Anliegen. Ungewollt, ungeliebt, unwichtig ist heute das Thema. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Hilfe brauchst. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ungewollt, ungeliebt, unwichtig, unerwünscht, und so weiter. Ja, das sagt genau das, wie ich mich fühle. Und viele Menschen fühlen sich so, weil sie wirklich dieses Empfinden haben und auch die Wahrheit ist, was sie mit ihren Eltern erlebt haben, was sie mit ihrer Umgebung erleben. Ungeliebt, unwichtig, ungewollt, wer bin ich denn? Ich sag dir, der Herzschlag deines Schöpfers ist genau umgedreht. Genau das Gegenteil. Der Herzschlag deines Schöpfers, er ist wirklich genau das Gegenteil, wie ich dir schon sagte. Der dreieinige Gott sagt, du bist gewollt, du bist geliebt, du bist wichtig. Ist das nicht wunderbar? Gewollt, geliebt, wichtig. Und in Jeremia 1, Vers 5 lesen wir, ich habe dich schon erkannt, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich in Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass du ins Kloster musst oder irgendwo Pastor werden musst oder Pastorin. Nein, Gott kennt dich. Er hat uns auf dieser Erde, damit wir ihn widerspiegeln. Das lesen wir an verschiedenen Stellen, dass wirklich, wenn Gott in uns lebt, dann müssen wir nicht religiös sein, sondern dann ist Liebe drin, dann ist Freude drin, dann ist Vergebung drin. Und wir sind wirklich eine Ermutigung, nicht nur hier in der Sendung, sondern du auch, eine Ermutigung für unsere Umgebung. Gott kennt dich, Gott liebt dich, du bist bei ihm gewollt, geliebt und auch wichtig. Du kannst Gott auf dieser Erde widerspiegeln. Ist das nicht eine schöne Aufgabe, die wir haben? Wir meinen, wir haben so viele Aufgaben, aber das ist wirklich die Hauptaufgabe. Das ist das Ziel der Schöpfung. Oh Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir auf dieser Erde als deine geliebten Menschen sind. Herr, Herr, danke, Herr, dass du uns geschaffen hast und lass uns auch wirklich dich widerspiegeln. Herr, in deiner Freude, in deiner Liebe und Herr, in allem, was von dir kommt. Herr, was gut und vollkommen ist, es kommt von dir. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir möchten auch euch heute wieder ermutigen mit dem, was Gott für Menschen getan hat. Aber zuerst wollen wir beten für die vielen Gebetsanliegen, die hereingekommen sind. Und eine Frau schreibt uns für ihre Tochter. Liebe Familie Müller, liebes Gebetsteam, ich möchte Sie um Gebetsunterstützung für meine Tochter bitten. Sie ist 19 Jahre alt, macht jetzt nach Ostern Abitur, was sie sehr stresst. Sie hat dadurch schon Magenprobleme und nicht sehr viel Selbstvertrauen, obwohl sie eine gute Schülerin ist. Außerdem ist ihr Verhalten zu anderen Menschen sehr schwierig und auch besonders zu mir. Sie weiß es selber nicht, woran es liegt, und sie ist sehr verschlossen. Ich bitte um Gebet für sie und dass sie gut durch die Prüfungen kommt. Bei Gott ist alles möglich und Hilfe kommt von oben. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ja, bei Gott ist alles möglich und deshalb wollen wir auch dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Tochter kennst und dass sie in deiner Hand ist. Du siehst ihre Situation jetzt gerade in der Prüfungszeit und ich danke dir, dass du ihr ganz viel Weisheit schenkst und neue Kraft und dass diese Magenprobleme verschwinden.
Danke, Jesus, dass dein Friede in ihr Herz einzieht. Danke, dass sie auch die Beziehungen zu anderen Menschen einfach, ja, normalisiert. Danke, dass sie auch da Frieden hat, dass sie auch da kommunizieren kann, dass sie auf Menschen zugehen kann. Danke, Jesus, dass du wirkst in ihrem Herzen. Danke, dass du ihr Freiraum gibst. Danke, Jesus, du bist der Herr, der sie führt und der sie leitet. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Person schreibt uns um Gebet für den Nacken. Ich bitte um Hilfe für meinen Nacken. Ich kann seit Wochen den Kopf kaum drehen, nur unter sehr starken Schmerzen. Autofahren ist nicht drin. Nachts sind die Schmerzen nicht weniger. Bitte um Gebetshilfe. Danke. Jesus, und du kennst auch diese Person mit diesen Nackenproblemen. Und ich danke dir, dass du diesen Nacken wieder freigibst zur richtigen Bewegung. Danke, Jesus, dass all diese Nerven und diese Muskeln sich wieder in die richtige Stellung bewegen, dass diese Muskeln entspannt werden oder dass du die Ursache aufhebst. Danke, Jesus, du kennst diese Person und du weißt auch die Ursache. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass gerade jetzt eine Wärme durch diesen Nacken fließt und alles wieder in Ordnung bringt. Danke, Jesus, du bist der Herr auch über dieser Person und ich danke dir für deine Hilfe. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf an. Die Infos sind eingeblendet. Ein Gebetsanliegen kam bei uns an von einem Mann wegen eines Erbschaftsstreites. Und er schreibt, es geht um einen Erbschaftsstreit in der Familie von meinem Bruder. Ich bitte um eine einvernehmliche, friedvolle Lösung. Ja, das ist die ganzen Parteien, die streiten in dieser Erbangelegenheit. Ich danke dir dafür. Schenke Weisheit, schenke Ruhe hinein. Schenke aber auch deine Liebe hinein. Herr, das schenkt Vergebung hinein, dass auch diese Menschen nicht wütend aufeinander sind und sich einander hassen, sondern Herr, danke, Herr. Herr, dass Liebe hineinkommt. Herr, dass Gerechtigkeit hineinkommt. Wir rufen das hinein, dass es eine gute Lösung wird, Herr, wo alle zufrieden sind. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und per E-Mail kam dieses Gebetsanliegen. Liebes Missionswerk, liebe Beter, ich bitte euch um Gebet für meine Tochter, die in Australien lebt und seit 5 Jahren Hashimoto hat. Sie wünscht sich sehnlichst ein Baby, aber durch die Schilddrüsenerkrankung und wahrscheinlich auch durch ihr Alter, sie ist 37 Jahre alt, wird sie trotz künstlicher Befruchtung nicht schwanger. Ich wäre Ihnen sehr dankbar für Ihr Gebet. Danke, Herr. Herr, du siehst den innigsten Wunsch, Herr. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass du auch da Unmögliches möglich machst. Herr, danke, Herr, dass da wirklich deine Ruhe, deine Entspannung auch, Herr, in den Körper hineinkommt. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wirklich ein Wunder geschieht, Herr. Herr, danke, Herr, dass diese Frau schwanger wird und, Herr, ihr Kind, Herr, bald in den Armen halten kann, Herr. Wir glauben es, wir erleben es immer wieder und danken dir auch, Herr, in diesem Fall, dass wir es erleben werden, dass wir die Nachricht bekommen. Danke, Herr. Amen. Amen. Folgende wunderbare Gebetserhörung haben wir erhalten und möchten sie euch weitergeben zur Ermutigung. Gott verändert Herzen, so schreibt diese Frau über ein unerwartetes Erlebnis. Mit einer Kinderfamilie waren wir geistlich und körperlich seit 10 Jahren schmerzlich getrennt. Am Ende des vergangenen Jahres haben wir ein völlig überraschendes Wunder der Wiederherstellung erlebt. Wir erlebten ein Wiedersehen, unerwartet und überraschend, unbefangen und herzlich, als hätte es die Trennung nicht gegeben. Danke dem Herrn, er kann Herzen verändern. Danke an euch für die Gebetsunterstützung. Ja, Gott ist ein Gott des Friedens und der Versöhnung und da geschehen immer wieder Wunder. Schwer an Corona erkrankt, wie Gott eingegriffen hat. Vor einigen Wochen bat ich euch um Gebet für meinen Schwiegersohn, der sehr schwer an Corona erkrankt war.
Er lag 4 Wochen im Krankenhaus mit Lungenembolie und Thrombose in den Beinen. Gott holte ihn aus dieser lebensbedrohlichen Lage. Sehr schnell kam er dann nach Hause. Wir konnten das gar nicht fassen. Jetzt befindet er sich zur Reha. Wir danken euch sehr für alle Gebete. Ja, Gott tut wirklich Wunder. In allen Punkten freigesprochen. Gott lenkt Situationen. Und eine Frau berichtet uns. Das Ergebnis der Anhörung. Wir sind in allen Punkten freigesprochen. Lediglich wurde uns ein Gespräch mit der Familienberatungsstelle empfohlen, um die Dinge, die uns bewegen, aufzuarbeiten. Danke für alle Gebete. Und Veränderung in einer Familie durch Gebet. Vielen Dank für Ihren Brief. Mir wurde eine gute Arbeitsstelle angeboten. Am 2.2.22 habe ich den Arbeitsvertrag unterschrieben. Auch mein jüngster Sohn macht beim Englischlernen Fortschritte in der Schule und wird langsam besser. Er freut sich sehr über die Fortschritte und die Belobigungen seiner Lehrerin. Auch mein Mann ist etwas aus seiner Lethargie aufgewacht. Er schreibt endlich Bewerbungen. Vielen lieben Dank für Ihre Gebete. Ja, und Gott setzt manchmal auch etwas in Bewegung und dann funktioniert's. Ja, was hat er bei dir in Bewegung gesetzt, berührt, geheilt, ein Wunder getan, großes oder kleines? Lass uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, erinnere dich, du bist von Gott gewollt, geliebt und wichtig. Gewollt, geliebt und wichtig. Nimm dir jetzt einen Moment Zeit, vielleicht so 5 Minuten, und danke, dass du gewollt, geliebt und wichtig bist vor seinen Augen. Und wenn das Gott sagt und Gott das gesagt hat, dann ist es wahr. Tu das richtig in dich hinein, verinnerlichen, es wird dir gut tun. Und es ist die Wahrheit. Und dein Anliegen ist uns wichtig und wir beten gerne dafür. Lass es uns wissen und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, und am Sonntag, ja, Sonntag, immer 10 Uhr ist unser Gottesdienst aus der Christuskathedrale. Sei mit dabei. Schalte YouTube ein oder unsere Webseite und du kannst wirklich live mit dabei sein. Es sind keine Aufzeichnungen, es ist wirklich live. Wenn du nicht gleich um 10 dabei bist, du kannst auch später auf den YouTube-Kanal gehen und den Gottesdienst dir anschauen. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist und verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.